Willkommen Reisende. Wir befinden waren gerade im Dorf der Anomalie und haben jetzt einen Frachterkampf vor uns. Ich habe einmal gekämpft und neu geladen. Und da werden wir jetzt wieder hingehen. Der Frachter sieht nämlich erste Sahne aus. Und den müssen wir jetzt, naja, 2, 3 Stunden, 4, 5 Stunden bekämpfen, bis sein Esser auftaucht. Es ist nämlich kein Systemfrachter mehr. Yay. Na ja, wo sind sie? Ja, los, sterben. Da. Hä? Ich wollte gerade sagen. Feindliche Schiffe in. Ja, ich hab sie. So, was Scheiß an. Ja, hätte mal. Oh, fuck. Ja, gut. Mhm. Ich sag ja, ich hab da mal versehentlich drauf geschossen. Jetzt können wir den Frachter knicken. Super. Machen wir das halt nochmal. Oh nein. Super. Alter, wir sind aus dem Spiel. Oh, scheiß Spiel. Ich darf verarschen. Hat sich das Dreckspiel beendet. Oh nee. Kein Bock, den zu kaufen. So eine Scheiße. Bestimmt, weil der Speicherpunkt auf Anomalie ist. Das hat er bei den Quecksilber-Sachen auch schon nicht so gemacht. Oh nee. Super. Aber ich weiß nicht, wir sind ja dann so gesehen. Was zum Henker, wo sind wir denn jetzt? Was soll denn das jetzt? Wir holen uns jetzt halt den Speicherstand hier. Ich hoffe einfach, dass wir den Frachterkampf dann noch haben. Es kommt davon, wenn man eine Basis bauen will. Kriegt man einen Frachterkampf. Und dann auch noch mit einem super guten Frachter. Aber wieder Wilkart von den Gag. Diese kleinen nervenden lauten Mistviecher. Ich hätte so gern einen von Korvax. Aber nein. Immer werden die von den Gag gesteuert. Ja, ja, Notfallübertragung ist mir schon klar. Herr Gott, warum sind wir jetzt mitten in den Frachtern? Ja, super, so schieße ich ja. Alter, was zum. Alter, wer schießt hier auf mich? Wo ist denn der? Stirb doch, ey. Oh, muss der hier so nah dran lang fliegen? Oh, Scheiße. Die Waffen sind schön und gut, aber mal ganz im Ernst, ist nicht deren Kackernst. Andauernd schießt man doch was anderes. Man hat extra das Anvisieren. Und was ist? Am Arsch. Ja.
Ja, auch für das Ansehen noch verringern. Scheiß. Gag, ey, also mal im Ernst. So ein Gag wieder beschenken, ey. Nur wegen dem blöden Ruf. Wie, Alter. Immerhin haben wir den Frachterkampf noch. Auch wenn wir jetzt mitten in den Frachtern und den scheiß Frachtkapseln landen. Und na, das war nicht hinten drauf knallen. Oh Gott, brems ab. Oh, Alter. Ah, nee. Jetzt fliege ich erstmal zu dem richtigen Frachter. Jetzt geh halt drauf, Alter. Meine Fresse. Immerhin kann man mit dem Ding weit schießen. Oh nein, anderes Schiff. Nie auf die mit den grünen Antriebsdüsen schießen. Ha, Geckrelikt. Können wir gleich unseren Ruf wiederherstellen. Ja, jetzt wächst über Hitze in der Waffe. Aber nein, sie mussten ja unbedingt aus 6 Upgrades 3 machen. Was? Krass, gewonnen. Was zum Henker war das jetzt? Hä? Ich krieg eine Notfallübertragung. Was zum... Oh wehe, der schenkt uns das Ding jetzt nicht. Diesmal muss man aussteigen, ja. C, ja, ich könnte kotzen. Ach nee. Alter, auf was für einen Taste habe ich denn gedrückt? Ah. Ganze Tastaturen blinken. Prinzipiell, wenn wir das Geld hätten, könnten wir auch einfach... Ja, Herrgott, wo sind sie denn jetzt schon wieder? Oh, ernsthaft. Naja, könnten wir so uns direkt kaufen. Aber... Da wir gerade nicht... 190 Millionen dabei haben. Oh Gott, ich schieß doch gleich wieder drauf. Oh, nee, wehe. Also, ja, wie gesagt, das Geld haben wir nicht dabei. Sonst möchten wir nur landen und nicht kämpfen. Weil dann können wir uns einfach kaufen. Wo ist denn der letzte Vogel? Oh, krass, es sind noch 2. Oh nein. Oh, wir hängen im Frachter. Super. Ist doch schon wieder unten. Na
jetzt kriegen wir auf einmal eine Übertragung. Wo zum Fick? Ach, da. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der war ein bisschen zu kurz für S. Und schlechter als der erste. Super. Naja, die Frachter, also die Größe ist egal. Da ich uns die Teile einfach zum Frachterausbau auch erfahren kann. Aber er sollte mindestens, also haben mindestens, er sollte S-Klasse haben. C, also S-Teile in den C-Frachter einbauen, ist auch scheiße. Jetzt landen wir jedes Mal in den mitten zwischen den Frachtern. Ja, los, lass dich ändern hier. Wo sind sie? Ah, da unten. Ich habe es genau gesehen. Ja, fällt ihm nichts Besseres ein, als auf mir zu landen, wenn er explodiert. Nein, flieg doch nicht da lang. Was soll denn das? Oh. So. Wo ist jetzt hier wieder oben und unten? Ja, Gag, laber nicht. Da. Bleh. Ah. Oh. Oh. Das wäre ja auch schon gut. Oh. Was, die Raumschiffe werden immer mehr. Oh. Nehmen wir A oder S. A oder S. A oder S. Ja, okay, wir nehmen es. Geht ja gar nicht. Und wie ihr seht, A kostet 142, S kostet 190 Millionen. Oder 180? Naja, auf jeden Fall kostet er ausgebaut 600. Obwohl er direkt am Update-Tag, also bei 4.0, mein ausgebauter S-Frachter ernsthaft nur 7 Millionen gekostet. War nichts mehr wert. Geile Umstellung. Tagelanges Farmen für nichts. Und da ist seit dem Update nicht wieder gucken war. Gut möglich, dass er wieder den Wert von vorher hat. Wenn nicht, mir auch egal. Zum Avisier ihn doch an. Herrgott, ey.
Stellt er sein Schild wieder her? Was war das denn? Kamikaze, wollte er mich rammen. Kann er ja mal voll knicken. Dämlich Idiot. Oh, flieg schneller, ja Gott. Ja, Überhitzung. Ich kack dir auch gleich voll, du. Alter, die haben die ganze Ausrüstung so scheiße schwach gemacht. Jetzt hier ewig kämpfen musst. Könnte jetzt mal sterben. Oh ja, Gott. Oh, ich glaube, das hier ist auch nur ein Zwei-Sterne-System. Das heißt, das dauert noch länger, einen S-Frachter zu bekommen, als mir lieb ist. So. Mein Glück haben ist das hier oben. Ja, cool. Ei, ei, ei. C. Super. Kurz mal. So. Naja, also 3 Stunden habe ich noch Zeit, also. Hoffentlich wird es bis dahin was. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Da der Speicherstand so bleibt, können wir auch beim nächsten Mal einloggen. Weiterspielen und genau da weitermachen. Das ist das Gute. Also wenn man nach ein paar Stunden keine Lust mehr hat, macht man woanders weiter. Super nervig, dass wir gegen die kämpfen müssen. Wir könnten zwar auch einfach landen, gucken, was das für eine Klasse ist, aber wenn es halt S ist, können wir uns das nicht holen, weil wir das Geld nicht haben. Nur wenn man gegen die Piraten kämpft, kann man sich das als Bezahlung holen. Was voll abgedreht ist. Schießt hier auf so ein paar super schwache Piraten und kriegst einen riesen Frachter geschenkt. Billiger Schwachsinn. Achso. Na, jetzt sind wir aber unter dem Frachter. Und diese Nachricht geht mir so auf die Nerven. Was ist jetzt der Frachter hin? Und nochmal.
So kann man mal sehen, wenn man eigentlich denkt, man hat in dem Spiel gerade was vor, kommt irgendwas anderes dazwischen. Dabei wollten wir das System nur nach einem Planeten scannen, der nicht super nerviges Wetter hat. Ich habe, wie weit die Waffe geht. So weit. Cool. Oh, fliegt doch nicht so nah an den Frachter. Ressourcen haben wollten, könnten wir auch einfach auf den Frachter schießen. Aber da wir die nicht brauchen. Und viel lieber den Frachter benötigen hier. Ja. Es gibt ja noch den Sentinel-Frachter, aber der hat diese doofen Antennen direkt vor der Landebucht. Knallt man ja dagegen. Dass sich das Design ausgedacht hat. In einem Zwei-Sterne-System kann das dauern. Naja. Mein erster Frachter eine Stunde, dann hatte ich genug, weil es sehr spät am Ende vom Spielen war, den Tag, und dann noch nächsten Tag weitergespielt. Da weiß ich, dass das mit dem Speicherstand funktioniert. Nochmal 2 Stunden, oh, ging eigentlich. Dann hatte ich einen S-Frachter. Gucken, wie lange das hier jetzt dauert. Also bisher ist 23 Minuten. Ist ja gar nichts. Wo sind die ersten? Ne, da drüben oder was? Sag mal, wie sie schießt mal auf? Was hat meine Waffe jetzt für ein Problem? Super, andere Seite vom Frachter. Da hinten. Oh, so nah am Frachter und im Frachter. Wie schön. Ja, verarsch mich, ey. Ernsthaft. Ja, ist ja gut, nöll nicht rum.
Mann, Mann. Das hier oben ist. Sieht ziemlich nach unten aus. Oder? Oh. Falsche Seite vom Frachter. So, was haben wir diesmal? Gott, bin ich doof. Da bei Frachterkampf haben, können wir auch einfach in ein anderes System gucken. Voll vergessen. War ja klar. Wo sind sie denn? Oh ja. Gott. Jetzt lass sie beschießen halt. Naja, der Frachter sieht ja schon gut aus. Wir müssten einfach kurz gucken, ob es vielleicht ein... Oh, scheiße. Oh, ich schieße doch gleich wieder auf irgendwas anderes. Ob es ein Drei-Sterne-System gibt. Was will der denn anvisieren hier? Mitten im Frachter wieder, ich kann kotzen. Oh nee. Also die Piraten könnten ja ruhig mal ein bisschen Abstand von dem Frachter halten. War wieder im Schiff. Ach ne, da. Oh. Sind sogar oben. So, aber es ist super schwer, so einen Frachter mit Corvax anstatt Gag zu finden. Oh Gott, war das laut. C. So eine Scheiße. So. Haben wir hier in 3 Sterne.
Drei Sterne Corvox. Da ist die Chance nämlich auf S. Zwar nur sehr geringfügig, aber mal gucken, was sie für einen Frachter haben. Ein Sentinel-Frachter, oder? Ja, nee, echt jetzt. Ja, lass mich nur nicht schnell fliegen hier. Ich könnte kotzen, ey. Ja, stirb halt, Alter. Oh, scheiße. Schon wieder versehentlich. Nee. Oh, müssen die eigentlich immer in dem Ding fliegen? Diese Drecksantennen auf dem Teil, ne? Hoffentlich habe ich nicht drauf geschossen. Ach, Verzeihung. Hoffentlich ramme ich jetzt nicht diese Drecksantenne. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht, hier eine Antenne hinzubauen? Da das aber ein 3-Sterne-System ist, probieren wir es lieber da. Obwohl, wir können ja mal abwechseln machen. Ist ja egal. Da, wo es zuerst ein S gibt, da wird er sich geschnappt. Weil die Farbe ist vollkommen egal. Das sage ich in dem Piratensystem. Die Valkyrien denn für einen Frachter? Mal gucken. Weil die Gek haben immer den, der aussieht wie ein Sternzerstörer. Die Corvax immer den Sentinel und. Aber die Valkyrien habe ich ja noch nie drauf geachtet. Was haben die denn? Ach krass, die haben auch einen. Das ist ja cool. Eigentlich hat er noch einen Kollegen, aber. Oh nee. Ich habe schon wieder auf den Frachter geschossen. Super. Aber mit Valkyrien wäre besser als mit dem Gek. Weil die Gek, die nerven so extrem. Dann haben wir jetzt aber zwei Systeme gefunden. Einmal mit dem Sentinel und einmal mit dem Sternzerstörer. Und da das erste System, in dem wir waren, ein 2-Sterne war und das da oben, das Piratensystem, ist auch nur 2 Sterne.
Ist da die Chance exakt gleich hoch. Hier ist noch ein Korvax, 3 Sterne. Echt jetzt. Dafür, dass 3-Sterne-Systeme super selten sind, haben wir hier ohne Ende davon. Müsste ja wieder ein Sentinel-Frachter sein, ne? Oh Gott, hoffentlich landen wir nicht mittendrin. Ne? Oh. Oh. Ja. Wie schnell war der denn? Was zum Henker ist denn jetzt? Oh, Alter. Boah, ey. Boah, was vom. Ob's der. Nimmt keinen Schaden hier oder was? Sag mal, willst du mich verarschen? Sag mal, was ist denn jetzt? Na, willst du mich verarschen? Mach ich keinen Schaden. Kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. So. Da. Fliegt doch nicht immer vor den Frachtkapseln. Ja, super. Oh nee, oh. Ja, weiß ich auch. Mann, Mann, Mann. Das war nicht wahr. Ist das nervenaufreibend? Man kann aber auch immer keinen anderen aus der Flotte kriegen, immer nur den einen. Der angegriffen wurde. C. So viel Aufwand für nichts. So. Da ich ja schon mehr Lust auf so einen Fracht habe, fliegen wir jetzt erst nochmal wieder in das System. Die anderen drei Systeme sind ja auch markiert, also super einfach wiederzufinden. Nicht wie letztes Mal. Außerdem müsste man den hier nicht mal mehr umfärben. Ja, dass er den partout nicht anvisieren will. Wo sind sie?
Ja, oh, ey. Könnten ja mal aufhören, mich zu rammen, wenn sie explodieren. Jetzt wieder herausfinden, wo hier oben und unten ist. Aber es sieht verdächtig nach. Ja, das könnte ja irgendwie unten sein. Ja, ich bin Gag. Ja, wir sind unten runter. Mal überlegen, ob wir die Gag rauslassen und nur noch, wenn bei den Vikings, die haben ja denselben Frachter, nur andere Farbe. Ah, weil der Typ am Missionstisch ist so nervig, wenn du da rumstehst. Ah, klasse. Der ist nie still, der Gag. Immer lauert irgendwas. Was schießen die denn? Ja, jetzt kriegt er wieder keinen Schaden. Was soll denn das eigentlich? Frachterkampf macht seit dem Update ja noch weniger Spaß, wenn hier nichts funktioniert. Nicht nur, dass sie die Waffen schwächer gemacht haben, nein. Funktioniert der Frachterkampf auch nicht mehr richtig. Ja, und die Schiffe halt. Die im Frachter fliegen, ne? Also. Ja, ob so der hier ist immer C oder was? Ja. Mann, Mann, Mann.
Immerhin sind Vikinge eine Jägerrasse. Schade eigentlich, dass man nicht mehrere Flotten haben kann. So, dass man in jedem System seine Flotte parken kann. So als Verteidigungslinie. Ja, super, wo ist er denn hingeflogen? Ah, das ist irgendein anderer. Ach ja, scheiß drauf, ey. Oh fuck. Ach ja, jetzt auf einmal tauchen sie auf. Oh nein, Frachter. Oh ho ho, ich schon wieder auf den Frachter geschossen. Oh, bitte nicht. Oh nein. Hör doch auf. Ah. Was müssen die denn so nah hier rumfliegen? Mann, ey. Kanone bist. Ach, so ein Schwachsinn, dieses Update, ey. Ja, jetzt mach ich eine Übertragung her. Aggressionsproblem bei dem Spiel. Hinterher zum Entspannen erstmal Steine sammeln gehen. Es. Oh. Zum Glück. Los, gib mir deinen Frachter. Ah, ich will den Frachter als Bezahlung. Siehst du ganz recht. Wenn nicht, knall ich dir ab. Ja, danke. Eintauschen geht nicht. Ich könnte kotzen. Seit wann das denn? Fick dich, ey. Drecks. Wichs Scheiße hier. Der Diktator wohl nicht ganz sauber. Hauptsache musste kaufen, Alter. Den ersten Frachter, den wir geholt haben, war nur ein scheiß Systemfrachter und wir haben jedes verfickte System durchflogen. Der wollte uns keinen von denen hier geben. Alter, leck mich. Kann ich von dem Schiff aus was verkaufen? Ha. Der will doch 102. Ich bleib jetzt hier auf dem Drecksschiff stehen, kannst du mal glauben. Kann ich hier meine... Scheiße, darf ich nicht. Ich darf hier keine Raffinerien stellen. Fuck. Wie viel Platz haben wir? Was sind die Gravitino-Bälle wert? Kein Platz. Oh. Fuck. Der hat hier aber kein... Handelsposten, ich gehe kaputt, ey. Ich das Spiel verarschen will. Wir können auch diese scheiß Verkaufrakete hier nicht aufstellen. Die unnötigste Dreckswaffe ist kaputt gegangen. Oh. Ich kann hier drin nichts verkaufen. Alter, warte, vielleicht landet ein Händler.
Aber natürlich nicht, weil wir doch nicht die Bezahlung angenommen haben. Wie viel wären das hier? Kacke, das sind nur 30 Millionen. 37 Millionen. Im Raumschiff. Das hat es gebracht. Millionen. Oh, scheiße, wir können uns keine Ressourcen hier herstellen. Wir haben auch nichts dabei, was Geld bringt. Oh, dieses Drückspiel, ey. Alter Schwede. Scheiße. Nichts mehr ist was wert. Na ja, geil, und das, der Haufen Müll hier ist so weit weg. Und wenn wir jetzt die Bezahlung annehmen, verschwindet der, sobald wir... Wir müssen hier im System bleiben. Das wäre nicht das Problem. Aber ich weiß nicht, ob... Der verschwindet auch 100 pro, ey. Dieses Hurenspiel, ey. Ach, scheiße. Ja, für einen Arsch. Drecksweikini, ich würde jetzt am liebsten in den Kopf schießen. Dessen Bezahlung entgehen. Ja, kann er sich sonst wohin stecken, ey. Also war vollkommen für den Arsch. Drecksspiel. Ja, Müllerlatte. Oh, guck mal, ich schieße auf deinen doofen Prachter. Knellnase, ey. Oh, kaputt gegangen. Oh, das tut mir jetzt ja fast leid. Oh, Waffe kaputt gegangen. Oh, hat wohl jemand nicht aufgepasst. Oh, hups. Oh, guck mal, ist auch kaputt gegangen. Oh, schon wieder? Da schießt jemand versehentlich auf ihn. Was passiert das denn nur? Oh, guck mal. Oh ja, hier scheiß Sentinel. Die Fresse, Alter. Ja, buhu. Alter Schwede. Nehmen wir auf den Sack. Oh. Jetzt kommen ein paar Sentinels. Oh. Hab ich jetzt Angst? Oh. Er ist kaputt gegangen. Oh. Da wurde er wohl von den Piraten angegriffen. Naja. Kann ja mal passieren. Sentinels kaputt. Oh. Die
das denn passiert? Oh. Komisch. Oh ja, jetzt noch gegen das scheiß Drecksding geflogen. Meine Fresse. Guck mal, hier ist noch einer stehen. Oh, gleich drauf, ey. Gehen die mir auf den Sack, ey. Echt, jetzt gehen die Teile im Schiff. Mhm. Zum Ernst, leckt mich, ey, dieses Update war der letzte Rotz. Wir sind nie Teile kaputt gegangen, außer bist von Galaxie zu Galaxie gesprungen oder hast Wurmloch benutzt. Oh ja, kritisch schade. Oh, guck mal, haben wir mal aufgeladen. Oh. Ja, wir sehen ihn noch mal an hier. Ja, Gottes Willen. Oh. Da hat irgendeiner auf die Sentinel-Jäger geschossen. Komisch. Jetzt kommt deren scheiß Frachter, den man nicht zerstören kann. Egal, wie lange man drauf schießt. Ja, jetzt komm. Meine Fresse, ich hab den ganzen Tag Zeit. Kann man auch nicht übernehmen, den Frachter? Nein, gar nichts gibt mit dem scheiß Frachter. Wo fliegen die eigentlich hin? Lasst euch töten. Sag mal. Ja, Herrgott, stirb halt, ey. Jäger, so ein Witz. Wo ist dieser Schwachsinnsfrachter jetzt hin? Der war doch hier irgendwo. Hä? Ach, da. Hier kann ich euch zeigen. Kannst du drauf schießen, wie du willst. Nichts passiert da. Kannst die Waffen kaputt machen. Wow. So auch alles. Ah ja. Ja gut, da bin ich jetzt selber dran schuld. Das blöde Ding kann man hier nicht kaputt machen, man kann nicht drauf landen. Gar nichts. Das Ding taugt für nichts. Man kriegt keine Belohnung. Beim letzten Mal dachte ich wenigstens, oh ja cool, schieße eine halbe Stunde drauf, knallst die alle ab. Gibt vielleicht eine Belohnung. Nein. Nicht mal das gibt's. Komm nur in einer Tour neue raus. Und das blöde Ding repariert sich, aber so alles. Da könnte man das Ding einfach entern, wäre auch cool. Echt jetzt? Oh, kaputt gegangen. Kann das nur passieren? Auf eine Scheiße da. Nicht mal eine Belohnung, ey. Schießt den ganzen Tag auf Sentinels und nichts passiert. Hm. So. Die Folge, die uns nur alles kaputt gemacht hat. Und wir keinen Frachter bekommen haben. Ist dann jetzt zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn wir jetzt keinen S-Frachter bekommen haben. Wir werden dann nächstes Mal endlich mit der Basis anfangen. Dann stellen wir uns da auch Sachen hin, dass wir das Geld genug, also schnell genug zusammen haben.
damit wir nächstes Mal dann uns den einfach kaufen können. Dann machen wir auch keinen Kampf. Dann fliegen wir rein, jedes Mal landen, können scannen und dann direkt instant wieder zurücksetzen. Hätten wir jetzt ja auch machen können, wenn ich den Scheiß gewusst hätte. Gut. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Ansonsten bis zum nächsten Mal beim Basisbau. Hoffentlich, sagen wir es mal so.